Und dann drücken wir jetzt mal die Daumen, dass die Hütte auf ist. Also, Leute, wir warten mittlerweile schon bestimmt 3 oder 4 Jahre auf die Location. Und die war bis jetzt immer zu. Und vielleicht haben wir heute Glück. Und wir haben Glück. Erstmal vom Eingang weg und schaut euch das mal an. Also, Bauwerk, Zweiter Weltkrieg. Und wie machen wir dabei? Cliffhanger. Ja, seltener Gast, aber er ist wieder dabei. So, Leute. Sollen wir uns trennen? Alles klar, ich gehe hier erstmal links gucken. So, das ist häufig der Eingang von Bunkerwart gewesen, damit man hier sehen konnte. Ich muss ein bisschen mit der Lampe aufpassen, wer gekommen ist. Und auch wer wieder rausgegangen ist. Hier gab es einen Kamin. Steine sind teilweise schon rausgeholt worden. Und die Stalltür, die ist verrostet. Wir sehen hier sogar noch die Lichtschalter. Und auch die Wandfarbe ist zu erkennen. So, warum ihr euch vielleicht wundert, warum wir uns teilen. Der Oliver namens Cliffhanger, der hat auch einen eigenen Account, allerdings auf TikTok. Da könnt ihr ihm gerne mal folgen, Cliffhanger. Den werde ich mal hier verlinken. Hier haben wir Abluft. Und damit ihr eine Orientierung habt, da kommen wir gerade her. Wow. Und hier haben wir direkt Relikte aus der damaligen Zeit. Rauchen verboten, Gasschleuse, bitte die Tür schließen. Und hier könnt ihr sogar noch sehen, man hat hier richtige Führungslinien eingezeichnet, damit man die Schrift so schön hinbekommt. Diese Schrift erinnert mich eher an den Ersten Weltkrieg als an den Zweiten. Und hier oben sehen wir noch die Beleuchtung, die Elektrik. Da hat man nur das Kabel verdrillt. So, und wow. Hier sehen wir noch die Sicherungsautomaten. Wer weiß, ob da noch Stromlauf ist. Das ist schon gut, Leute. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Auf dem Fußboden finden wir die alte Zarge. Und das wird die Luftschleuse damals gewesen sein. Bitte die Tür schließen. Und schaut euch mal, wie groß das ist. Hier ist richtig Nebel drin. Ich weiß nicht, ob ihr das wahrnehmt. Ja doch, das sieht man ganz klar. Ich nehme heute übrigens das erste Mal in 4K auf. Ich hoffe mal, das funktioniert auch. Häufig ist es ja so, wenn man ein neues Format oder irgendwas Neues macht, und das dann direkt ausprobiert, ohne das vorher getestet zu haben, dann geht das schief. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Ganze Kabelei ist noch da. Das ist extrem selten. Normalerweise waren ja die Kabeldiebe da und reißen alles mit raus. Und unfassbar viele Bälle. Hier, das Kabel liegt mittlerweile auf dem Boden. Wofür das war? Frischwasser, dass man was trinken konnte, vielleicht? Beleuchtung. Boah, stellt euch mal vor. Das hat da oben gescheppert, weil die Bomben gefallen sind. Und man sitzt dann hier. Das ist schon brutal. Noch ein Ball. Alles voller Bälle hier. Bestimmt sind auch einige Eltern, Mütter bzw. Väter hier. Stellt euch mal, eure Kinder müssen hier in so einem Bunker mit euch ausharren. Man versucht ja als Elternteil alles Mögliche und Schädliche von seinen Kindern abzuhalten. Und das ist ja nicht mehr möglich, wenn man im Krieg ist.
Dann übernehmen andere den Schutz im Zweifel. Und auf die muss man sich dann irgendwie verlassen. So, Blick zurück. Und hier gehen wir jetzt weiter. Aber vorher schauen wir uns hier nochmal diese Verkabelung an. Und hier in diese Abzweigdose. Wow. Alter, das ist schon Highlight, Leute. Und die Beleuchtung, schaut mal, überall noch da. Und ihr wisst, selbst mit 100 Watt, und ich glaube nicht, dass die Lampen damals 100 Watt hatten, sondern vielleicht weniger, wird dieser Bunker natürlich nicht komplett hell, sondern es ist hier so eine mystische Stimmung, die man damit erzeugt. So, nochmal der Blick zurück. Und alle Lampen noch da. Bemerkenswert. Hier ist schon eine runtergekommen. Alte Zarge ist noch vorhanden. Wahrscheinlich hatte man nicht mehr so viel Material. Man hat sich dann einfach mit Latten beholfen. Und was ist das hier? Ein Überdruckregler vielleicht? Auf jeden Fall für Wasser. Weil das waren ja Wasserleitungen. Vielleicht war das auch die Heizung. Hier waren die Heizkörper dran angeschlossen. Das könnte sein. Vielleicht schreibt ihr das mal in die Kommentare. Vielleicht haben wir jemanden, der das weiß. So eine Endkappe für Strom. Und was haben wir denn hier? Dickhäuter. Dickhäuter steht da drauf. Und, wie gefällt er dir? Mega. Mega? Alter! Guck dir hinten den Notausstieg an. Der Hammer. Ich bin gespannt. Ich mache hier jetzt mal weiter, Süßer. Das ist die komplette Verkabelung, die hier. Die war hier mal ordnungsgemäß fest. Das über die Zeit ist das verrostet und abgefallen. Hier finden wir noch die alten Schalter. Die teilweise noch, teilweise nicht. Die Sicherungsautomaten. Hauptsicherung. Kann man aber heute nicht mehr. Dieses Blatt. So, du warst da noch nicht? Dann gehe ich erstmal hier lang. Aber da. Wasch- und Abort für Frauen. Also hier war die Toilette für Frauen. Riesig. Das bedeutet, der Schubsraum muss also für sehr, sehr viele Personen ausgelegt worden sein. Hier, Macher. Hier stand auch mal was drauf, wahrscheinlich von den Steinen, die Hersteller. Hier war früher mal eine Wand eingezogen, komplett. Die ist weggerissen worden. Hier finden wir die Wasserleitung in einem größeren Durchmesser. Und hier, Leute, haben wir die Waschgelegenheit. Ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 Waschmöglichkeiten parallel. Und vielleicht standen hier sogar auch noch welche. Dann hätte man die 4, also dann hätte man hier 40, warte mal. 10, 20, 30, 40, 50, 60 Stück hätte man theoretisch hier installieren können. 60 gleichzeitige Waschgelegenheiten. Der Absperrhahn, wenn mal ein Wasserrohrbruch zustande kommt, dass man da gegenarbeiten kann. So, ich habe gerade mal gecheckt, ob die Kamera, ich habe wie gesagt im 4K das erste Mal aufgenommen und dieses Mikro funktionieren. Stellt euch vor, ich bin zu Hause und das funktioniert nicht. Und wie ihr jetzt wisst, es hat funktioniert und es funktioniert. Nochmal der Blick zurück auf die Verkabelung, die Waschgelegenheiten und hier sind die Toiletten. Jetzt sieht die Tür schon komplett gewölbt. Unterverkabelung. Vielleicht waren hier auch noch weitere Waschgelegenheiten drauf. Das bedeutet hier nochmal 10. Ich bin mal gespannt,
Was sind sie noch erwartet? Hier waren Toiletten drin, aber man hat hier Böden eingezogen. Warum auch immer, vielleicht wurden hier mal Pilze oder so gezüchtet. Und schaut mal, hier hat jemand versucht zu graben. Man hat hier Erdhaushub eingebracht. Oh, hier ist sogar noch eine Toilette da. Schaut mal. Und vor kurzem war auch einer hier. Da oben kommen die Rohre runter. Auch hier wieder verbrochen. Zugemauert. Warum auch immer. Aber das ist eine perfekte Arbeitshöhe. Von daher, das mit den Pilzen könnte schon gut hinkommen. Hier sind sogar noch die verrosteten Zargen dran. So, wir gehen weiter. Boah, erinnert mich schon fast an so ein Festungswerk. Hier braucht man nicht ganz so viel Licht. Wow, mega. Das ist echt gut. Steigeisen. Und, oh nein. Mal an, bitte. Das sind locker 20, 25 Meter. Und einige sind auch schon nicht mehr in einem guten Zustand. Also hier runter, Lebensmittel. Auch hier. Obwohl, das könnte noch gehen, aber mein Leben würde ich dem nicht anvertrauen. So, Blick zurück. Lampenfassung. Also an dieser Stelle danke an den edlen Spender. Namen nenne ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob du genannt werden willst. Mega nett von dir, dass du an uns gedacht hast. Mega nett. So, und hier Waschabort für Frauen. Da gehen wir jetzt rein. Also wenn das der Waschabort ist, also Toiletten und Co., dann bin ich mal gespannt auf die restlichen Gänge. Wobei, ich kenne ja das Bauwerk von außen. Ich war ja schon ein paar Mal hier. Das müsste eigentlich gleich zu Ende sein. Hier waren dann die Toiletten dran. Und anscheinend auch offen. Das bedeutet, man konnte jemanden zugucken beim Geschäfte machen. Und überall die Verkabelung noch. Ihr seht, es ist immer noch komplett neblig, aber die Sicht ist trotzdem gut auch für euch. Dass man die Steine nach dem Krieg nicht weggenommen hat zum Bauen, wundert mich. Dass man den ganzen Bunker zurückgebaut hat, wundert mich. Weil Baumaterial war ja rar zum Ende des Krieges. Und da war natürlich jede Gelegenheit willkommen. Wirklich klasse. So. Auch hier am Boden sehen wir über diese Fundamentreste. Hier war noch mal Schrift. Da ist der zweite Eingang, habe ich mir schon gedacht. Danke. Ausgang? Ja. Das bedeutet, wir sind jetzt einmal U-förmig in dem Bauwerk gewesen. Das ist quasi das Gleiche, was wir drüben gesehen haben, der Eingang. Und das müsste dann die Gasschleuse sein. Aber ich muss aufpassen mit der Lampe. Ja genau, es ist 1:1 identisch. Das bedeutet, der Spiegel gleich aufgebaut. Aber hier haben wir Toiletten, ne? Warum fällt was auf? Die Decke ist abgegangen. Mit Türen. Mit den alten Toilettentüren, die hinten auffehlen. Stimmt. Das sind Toilettentüren und der Balken ist neu. Guck mal. Ja, der wurde nachgezogen. Ja, meinst du, über uns ist was? Ja, über uns ist ein Raum. Ja. Vorsicht, da vorne läuft das Gitter. Ja, kommen wir da rein in den Raum? Ja. Ach jo, ja, nicht ganz ungefährlich, hast du recht. Guck mal, hier sind sogar Balken zum Abschützen. Ja, sofort, hast du recht. Und hier ist eine alte Schranktür oder so, ne? Ja, oder das ist die eine Tür, die hinten zu dem Dings geht. Kann sein. So, jetzt müssen wir mit dem Licht ein bisschen aufpassen. Ach, guck mal hier, das haben wir auch schon häufig gesehen. Irgendwie so ein Standardmaß hier, so scheint mir das. Sogar noch mit dem Glas. Oh, man kommt hier sogar rein. Okay, aber ich gehe.
geh nicht ganz rein. So, das muss reichen. So. Wir machen hier mal das Licht aus. Sonst haben wir gleich noch hier ungebetenen Besuch. Was sagst du? Mega, ne? Mega. Richtig gut. Ja. Ja, danke. Also, wir machen jetzt Folgendes. Ich werde nochmal durchgehen, ein paar Fotos machen. Dann verabreden wir uns für den nächsten Spot. Und ich melde mich nochmal von draußen. Oder falls ich hier drin noch irgendwas finde, was ich gerade nicht gesehen habe, melde ich mich nochmal von da. Also, bis gleich. Und in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es sind also immer noch spannende Abenteuer hier in solchen deutschen Bunkern zu finden. Wenn ihr die Glocke, das sage ich eigentlich gar nicht mehr, aber ich sage es heute einfach nochmal, wenn ihr diesen Content feiert, dann lasst mir gerne ein Abo da, macht die Glocke rot, damit ihr auch immer informiert werdet und vor allem bitte, bitte, bitte kommentiert, damit der Kanal größer und größer wächst. Mein riesiger Wunsch wäre, wenn der Kanal dieses Jahr noch die 100.000 voll kriegt, muss aber nicht, aber wenn wir das gemeinsam hinkriegen, wäre das mega. Von daher, alle, die jetzt zuschauen und noch kein Abonnement hinterlassen habt, tut das bitte, wenn ihr den Content feiert. Ansonsten guckt ihn gerne auch. Und in diesem Sinne, ich bin raus, euer Random Life und Cliffhanger. Cliffhanger.